Der nächste Punkt sind die Wahlen. Momentan, wenn ich mich nicht irre, sind in Russland 78 Parteien registriert. Was denkt ihr, wenn irgendeine Großmutter in ein Wahllokal kommt und sie kriegt einen Wahlzettel mit 78 Parteien drauf, kann sie denn eine bewusste Wahl treffen? Wahrscheinlich nicht. Kann denn eine Großmutter oder ein Student oder irgendein normaler Mensch sich mit 78 Parteien, mit deren Wahlprogrammen bekannt machen? Wahrscheinlich nicht. Im Prinzip, natürlich ist es eine Manipulation. Wenn wir nicht mit mit den Wahlprogrammen 78 Parteien uns vertraut machen können, können wir keine bewusste Wahl treffen. Also welche Wahl treffen wir dann? Eine unbewusste Wahl. Dann treffen wir eine Wahl. Was wählen wir dann? Wie im Magazin, wie im Geschäft. Wir wählen dann eine mehr umworbene Marke. Und dann, wir wählen dann nicht das, was besser ist, sondern das, wovon wir gehört haben. Warum haben wir davon gehört? Weil schon die Massenmedien davon berichtet haben. Und Massenmedien sind was? Sind Geld. Massenmedien ist Geld. Also wird uns eine Situation vorgeschlagen, in der alles von Geld entschieden wird. Was war mit dem Bürgermeister von Moskau? Wie ist ja die Situation? Überall wurde Nawalny. Jeder hat Nawalny gewählt, weil er natürlich auf jedem Pfosten sein Gesicht geklebt hat. Und er erzählt uns, dass ihm so viel Geld gespendet wurde. Aber wir sind erwachsene Leute. Ist von euch, hat jemand von euch Nawalny irgendwas gespendet? Oder irgendeiner anderen Partei? Wahrscheinlich nicht, oder? Ihr habt wahrscheinlich Besseres, wo ihr euer Geld investieren könnt. Oder denkt ihr, die anderen sind alle anders? So viel Geld hat, wahrscheinlich hat ihm Geld entweder die russischen Oligarchen, die reichen Leute gegeben, oder unsere westlichen Partner über die russischen Oligarchen. Also wird uns schon wieder ein Kandidat vorgeschlagen, der mehr Geld hat. Und das ist schon wieder eine Manipulation. Unter dem Scheinmantel der ehrlichen Wahlen wird uns einfach über Geld ein Kandidat vorgeschlagen.